Hallo und herzlich willkommen zum ersten Podcast auf ATC Pilot. Auf dem Channel findet ihr schon ein paar Videos aus der privaten Fliegerei oder von spannenden Urlaubszielen. Und jetzt versuchen wir mal mit einem kleinen Podcast ein bisschen Content zu liefern aus der Fliegerei. Das mache ich nicht alleine. Heute dabei ist mein Arbeitskollege von der Flugsicherung, Harold. Und er ist nicht nur Fluglotse, er ist Moderator, er ist Comedian, er ist Football-Fan, Stadionsprecher, Audi-Sympathisant, aber Tesla-Fahrer. Habe ich was vergessen, Harold? Stell dich mal kurz vor. Ja, servus. Das ist eine unfassbar krasse Moderation und ich fühle mich einfach wahnsinnig alt gerade, weil ich so viele Sachen irgendwie gemacht habe. Nee, das ist schon, nee, du hast schon eigentlich sehr gut den Bogen gekriegt. Ja, und hobbymäßig halt bei der Flugsicherung. Gerade macht man halt nicht so viel. Hobbymäßig, ja, ist gut. Ja, klar, bei Corona ist, ich bin ja auch in dem Verein. Wir haben relativ viel frei gerade, werden ausgeplant, weil man natürlich versucht, möglichst das Personal auf der Arbeit zu reduzieren, um die Ansteckungsgefahr so ein bisschen zu verhindern. Aber wie bist du überhaupt zur Flugsicherung gekommen? Also jetzt von deinen ganzen Nebensachen, du bist, ich habe gerade gesagt, Comedian, Moderator, du machst so ein paar kleine Shows, hattest einige Gigs so im vergangenen Jahr, trotz Corona. Wie bist du zur Flugsicherung gekommen? Also ich bin damals zur Flugsicherung gekommen, weil ich eigentlich immer Pilot werden wollte, witzigerweise, und irgendwie auf so einen Internet-Hoax reingefallen bin. Weil es ist ja so, was im Internet steht, stimmt grundsätzlich. Und irgendjemand hat da halt geschrieben, dass man, wenn man eine Brille hat und kurzsichtig ist, grundsätzlich nicht Langstrecken fliegen kann. Und da das aber so immer so mein Traum war, habe ich gedacht, naja, dann suche ich halt irgendwo oder brauche ich halt irgendwas, wo man auch in der Luftfahrt mittendrin ist und ganz viel Verantwortung hat und ganz viel entscheiden darf. Und da bleiben eigentlich ja nur die Fluglotsen. Hatte sich das bewahrheitet, also dass deine Brille zum Ausschluss führte bei der Pilotenfliegerei, Langstreckenfliegerei, oder? Kann ich nicht sagen, ich habe mich nie beworben da. Ah, okay. Ich habe es dann von vornherein gar nicht erst versucht, sondern habe es direkt gleich bei der DFS versucht und bin dann halt genommen worden und dann hat sich alles andere erübrigt. Und tatsächlich muss ich sagen, sind die ganzen anderen Sachen, die du aufgezählt hast, erst auch nach der DFS dazugekommen, weil ich einfach irgendwann, nachdem ich das geschafft habe, das nächste einfach in Angriff genommen habe, was für mich absolut illusorisch und utopisch ist. Und das ist halt auf einer Bühne vor Leuten zu sprechen und irgendwas zu machen. Und ja, das war halt dann so die nächste Herausforderung. Und wenn es halt eins gibt, was man bei der DFS, finde ich, nicht macht, dann ist es halt irgendwie mit Menschen kommunizieren, obwohl die Arbeit eigentlich daraus besteht, dass man mit Menschen kommuniziert. Aber letztendlich ist man einfach nur arbeitet nach einem Fließband und prägt sich halt verschiedene, ich nenne es jetzt einfach mal Algorithmen ein, nach denen man dann die Sachen abarbeitet. Und das ist auf die Dauer sehr eintönig, außer man ist voll und ganz in der Fliegerei verankert, so wie du zum Beispiel, weil du bist ja jetzt noch tiefer in der Materie drin. Das ist ja nicht nur dein Handle ATC Pilot, sondern du bist ja jetzt gerade quasi auch, es sieht so ein bisschen aus wie in Haft. Ja, genau. Ich sitze hier gerade im wunderschönen Küritz in Brandenburg. So hatte ich mir auch immer vorgestellt, Küritz, tatsächlich, ja. Ja, also ich muss sagen, dass das Hotelzimmer, ich bin tatsächlich sehr begeistert. Das scheint hier eins der neueren, frisch renoviert zu sein. Ja, ich bin hier gerade in der Flugschule, mache gerade meine Instrumentenfluglizenz auf dem Weg und verfolge den gleichen Traum, den du damals hattest, will halt auch noch irgendwie kommerziell fliegen. Ich auch eine Brille. Habe aber mein Medical bekommen, also es scheint zumindest in meinem Dioptrienbereich kein Faktor zu sein. Ich bin auch ein Idiot, also ich habe es einfach nicht weiter erforscht. Ja, okay, also bereust du es jetzt im Nachhinein? Nee, eigentlich nicht. Gerade jetzt während Corona bereue ich es überhaupt nicht, weil wenn es eins gibt, was die DFS oder was der Fluglotsenjob ist, dann ist es wirklich krisensicher, muss man einfach sagen. Ja. Ich finde, unsere Regelung jetzt hier mit Corona ist einfach, das ist mehr als fair. Also da kannst du auf jeden Fall sagen, wenn ich überlege, wie andere jetzt gerade rumkrebsen, also Künstler, die ich kenne, Gastronomen, die ich kenne, und allgemein auch einfach Leute, die in Kurzarbeit sind, die einen ganz normalen 9-to-5-Job haben, da sind wir wirklich in einer verdammt guten Situation. Also ich höre das auch von vielen Freunden, die ich habe, die bei Airlines fliegen. Ein guter Freund war bei Lauda, ist dann zu Air Baltic gewechselt, als sich die Lauda aufgelöst hat. Ist jetzt senioritätsmäßig auch gekündigt worden. Andere Bekannte von EasyJet sind gekündigt worden. Das ist auch dann immer so der Punkt, wo ich sage, okay, das ist damals auch für mich gut gelaufen, dass ich, obwohl ich die Chance hatte, dann nicht zur Lufthansa gegangen bin. Damals wurde die Ausbildung bei der Lufthansa auch für ein, zwei Jahre pausiert, weil gerade kein Bedarf war.
Und jetzt höre ich von allen Seiten: Mensch, sei froh, dass du bei der Flugsicherung bist. Und das bin ich auf jeden Fall, das kann man sagen, weil es gibt Piloten, gibt es wie Sand am Meer, sagt man immer so in der Flugschule, bevor sich jemand entscheidet, da diese teure, eigenfinanzierte Ausbildung anzufangen. Also mach was mit einem zweiten Standbein. Das geht bei Fluglotsen halt nicht, ne? Also wir haben jetzt nicht irgendwie zig Ready-Entry-Fluglotsen weltweit, die darauf warten, dass irgendwie Firmen aufmachen und sie einstellen. Ja, weil die Flugsicherung es irgendwie trotzdem schaffen, immer noch einen Personalsoll zu haben. Also so geil muss man ja auch erstmal wirtschaften, dass man eigentlich immer zu wenig Leute hat. Aber ja, abgesehen davon ist es halt auch, wie du schon sagst, es macht einen halt auch irgendwie bequem. Und ich finde gerade die Leute, die jetzt relativ gelassen in die Zukunft gucken, obwohl sie halt jetzt ihren Job gerade verloren haben, sei es jetzt Piloten oder Leute in irgendwelchen anderen Berufen, die haben jetzt einem alteingesessenen Fluglotsen gegenüber auch einen gewaltigen Vorteil, weil sie wissen halt, wie es in der freien Wirtschaft ist. Ich würde mal sagen, aus dem Fenster gelehnt, 70% der Kollegen wären absolut am Boden zerstört, wenn jetzt irgendwie die Pandemie ihnen den Job gekostet hätte oder sie den Job gekostet hätte, weil sie gar nicht wüssten, was sie machen sollten. Und ich zähle mich da gerne zu den 70%, weil du hast ja kein Diplom in der Tasche, du bist ja kein Diplom-Fluglotse und kannst dann halt irgendwo anders einsteigen. Du hast einfach wirklich nichts. Du hast jetzt das eine gelernt. Du bist jetzt ein Zirkustier, was diesen einen Trick beherrscht. Und wenn das halt einfach nicht mehr in ist, dann hast du halt ein Problem. Dann Ja, gibt klar, im Prinzip sind wir Fachidioten. Also ich habe auch überlegt, was machst du denn so als Plan B? Damals, bevor ich mich bei der Lufthansa und bei der DFS beworben habe, ja noch ein Studium angefangen. Aircraft and Flight Engineering geht aber in die gleiche Richtung, ne? Oder es gibt auch Studiengänge, ich glaube an der London City University, wo du dann mit einer Pilotenlizenz oder Lotsenlizenz und 3 Jahre Berufserfahrung kannst du da hingehen und die sagen, alles klar, wir erkennen dir das quasi als Bachelor an. Und du kannst direkt bei uns einen Master in Aviation Transport Management oder Aviation Safety Management oder wie die Studiengänge heißen machen. Das ist ein super cooles Programm, habe ich auch überlegt, aber auf der anderen Seite, gut, das mag helfen, wenn du deine medizinische Tauglichkeit verlierst, aber bei so Krisen, wie wir sie jetzt haben in der Luftfahrt, dann stehst du immer noch auf einem Standbein, ne? ja, was ist denn jetzt deine Perspektive gewesen, warum du ursprünglich jetzt nebenbei noch fliegen wolltest? Weil im Prinzip, du kannst dich ja auch eigentlich zurücklehnen jetzt. Du hast es jetzt geschafft, du bist jetzt quasi fertig und im Prinzip kannst du jetzt, wie manche anderen mit bis End-20er ganz bequem auf dieser Welle in den Ruhestand mit 55 reiten. Warum tust du dir das an? Ist einfach doch der Traum vom Fliegen, der bei mir hängen geblieben ist. Also ich wollte ja unbedingt zur Lufthansa und muss sagen, wir jetzt als Radarlotsen, wir haben ja jetzt noch weniger Kontakt zu einem Fluglotsen, als man das jetzt vermuten würde von einem Towerlotsen, was vielleicht so das erste Zu Bild den ist, was Flugzeugen jetzt, weil du einem. sagtest jetzt gerade zu den Fluglotsen, weil zu denen haben wir ja extrem viel Achso, Kontakt. ja, Schulter an sorry. Schulter. Kein Sorry, Problem. ja. Nee, zu den Flugzeugen, zur Fliegerei. Zu den Piloten vielleicht auch. Es war ja früher so, das Center war ja in Berlin angesiedelt. Das heißt, der Berliner Luftraum, den wir beide kontrollieren, wurde auch von Berlin aus gelotst. Das heißt, Ja, es schöne gab Zeit war das dann wohl. ja, es war leider vor meiner Zeit. Da gab es die Möglichkeit, auch mal irgendwie die Piloten zu treffen, mit denen man vorher gefunkt hat, irgendwie in der Pause oder nach dem Dienst. Da gab es die Möglichkeit, rauszugehen und die Flieger am Himmel zu sehen, die man kurz vorher noch auf der Frequenz hatte. Da hatte man, glaube ich, noch einen anderen Bezug dazu. Bei uns ist es jetzt schon, finde ich, ja, wir haben eine ziemlich große Distanz zur Fliegerei. Also wir sitzen halt vom Radarschirm, eine Distanz von, ich weiß nicht, 400, 500 Kilometer weit entfernt von dem Luftraum, den wir eigentlich lotsen. Und es hat für mich ja nicht so viel mit Fliegerei zu tun. Also dieser Fliegervirus, wenn der dich einmal gepackt hat, dann wirst du ihn halt nicht los. Ja, und das finde ich gerade spannend, weil wir haben vor 10 Jahren im Kollegium halt so ein bisschen gewitzelt, als so die ersten Trainees kamen, die eben auch nicht mehr in Berlin waren, dass irgendwann unter Umständen hier jemand eine Lizenz hält und Flieger in die Hauptstadt feedet, der nie einen Fuß auf Berliner Gebiet gesetzt hat. Und das war für uns damals halt absolut unvorstellbar, weil ja, also damals, wenn du halt, es stimmt schon, also der Vorteil ist, wir sind zwar vielleicht entrückt von dem Luftraum, wir sind vielleicht entrückt von den Fliegern, die wir lotsen, aber wir sehen, wenn wir rauskommen, tatsächlich Flugzeuge. Und das hatten wir in Berlin halt nicht. Wir waren zwar in Tempelhof, aber das Vorfeld war halt ziemlich abgetrennt von da, wo wir saßen. Und also das war schon mit
Anstrengung und auch Zeit verbunden, wenn man die Flieger sehen wollte, die man auch tatsächlich gelotst hat. Also du musstest quasi einmal um, ich glaube, das drittgrößte Gebäude Europas, was Tempelhof ist, halt rumlaufen, bis du halt das Vorfeld Ja. gesehen hast. Und ansonsten bist du halt einfach dem Ausgang gefolgt und warst dann halt mitten in Tempelhof. Das ist ein Stadtteil, der ist ziemlich zentral in Berlin. Hast halt deinen Döner gegessen und ab und zu, wenn es halt über dir gerauscht hat, hast du halt hochgeguckt und gesehen, ah, okay, das ist jetzt der. Ja. Aber letztendlich so den direkten Kontakt zum Flugzeug an sich, wie wir das in Bremen haben, hatten wir da auch nicht. Aber es war halt was ganz anderes, weil du hattest halt schon irgendwie das Gefühl, so ein bisschen ein digitaler Türsteher zu sein und schon so ein bisschen zu entscheiden, selbst wenn du es natürlich überhaupt nicht entscheidest, weil du machst einfach dein Ding, zu Ja. entscheiden, wer jetzt hier wann landet und wann nicht. So, das ist vielleicht auch so ein bisschen dieses, ja, so dieses Machtverlangen des kleinen Mannes, der überhaupt nichts zu sagen hat, was man da vielleicht auch so ein bisschen ausleben konnte. Weil Ja. letztendlich, das finde ich, ist so ein Fluglotsending. Ja, man erfüllt da öffentlich-rechtliche Aufgaben und ein Pilot muss erstmal grundsätzlich, wenn nicht sicherheitsrelevante Gründe dagegen sprechen, das machen, was du sagst. Aber zu melden hast du eigentlich nichts. Bist nur ein kleines Rädchen in dieser Kette. Aber es steigt trotzdem manchen zu Kopf, habe ich das Gefühl. Ja, das kann gut sein. Aber auch, also ich finde, was du gerade sagtest, Trainees, die kommen, die nie einen Fuß in Berliner Boden gesetzt haben, geht mir zum Beispiel so. Ich habe auch kaum geografische Kenntnisse. Klar, ich weiß ungefähr, wo die ganzen kleinen Flugplätze sind, weil ich die meisten schon mal angeflogen bin. Aber wenn jetzt bei mir der Rettungshubschrauber nachts reinruft und sagt, er fliegt zum Müggelsee, ja, dann nehme ich mir die Straßenkarte, muss nachgucken, wo ist denn das überhaupt, oder muss den Tower fragen, sag mal, fliegt er auf dem Weg zum Müggelsee bei euch durch die Kontrollzone, muss ich das irgendwie koordinieren? Wer Das sich denn stimmt ausgebildet? schon. Namen sind was für Grabsteine, hat man mir mal erzählt. Ja. Nee, aber stimmt schon. Also ist schade. Fliegen zu Corona-Zeiten. Wir haben jetzt ziemlich wenig Verkehr, das hatten wir schon angesprochen. Du bist einer der wenigen bei uns, die letztes Jahr während Corona einen Langstreckenflug angetreten haben und geflogen. Du bist nach Amerika geflogen, hast dort Verwandtschaft besucht. Wie war das für dich? Das war eine ganz interessante Sache. Also erstmal, ich habe den Flughafen noch nie so leer erlebt. Also das war Den Bremer Flughafen oder von ich welchem bin von sprichst du? Frankfurt aus geflogen. Ach, Frankfurt, okay. Genau. Das war so ein Meilenschnäppchen. Und also allein schon den Frankfurter Flughafen kurz vor Thanksgiving so leer zu sehen, ist der Hammer. Weil normalerweise ist eigentlich alles voll mit Amis, die halt irgendwo hinfliegen. Und ja, ich hatte das Gefühl, dass wirklich sehr viel Wert auf Abstand gelegt wurde. Und auch gerade bei der Lufthansa, ich muss an der Stelle wirklich unumwunden ein Kompliment an die Lufthansa machen, die ja sonst so jetzt im Alltagssprech nicht viel Lob für ihren Service erntet, sage ich jetzt mal so. Ich habe mich total sicher und gut behütet gefühlt und hatte auch wirklich das Gefühl, dass gerade weil der Flieger nicht so ausgebucht war, das Kabinenpersonal auch wirklich Zeit hatte und teilweise auch echt Lust hatte, sich mit den Passagieren zu befassen und auch wirklich so mal kurz zu quatschen, was auch gerade aufgrund der momentan sehr eingeschränkten Filmauswahl wirklich eine sehr schöne Alternative war. Und die haben auch wirklich versucht, viel Platz zwischen die Leute in den Fliegern, in den Flugzeugen zu bekommen, selbst wenn irgendwie beim automatischen Buchungsprozess da Leute relativ nah beieinander saßen, die jetzt nicht eigentlich nebeneinander gehört haben, weil sie nicht zusammen geflogen sind. Es war wirklich, sobald Boarding complete war, haben sie die Leute da durch den Flieger rotiert und es hat sich niemand beschwert, zumindest von dem, was ich mitbekommen habe, dass er jetzt nicht seine Klasse bekommen hat. Es hat niemand sich beschwert, dass er plötzlich neben jemandem sitzen musste und, und. Und das zog sich weiter bis nach Houston, wo ich. Also ich bin zwischengelandet, ich bin eigentlich nach Atlanta weitergeflogen und sogar in Houston war ich erstaunt davon, wie wenig auf diesem Flughafen los war. Also man würdigen, dass Amerika, gerade so der Süden in Texas, wo halt sehr viele auf ihre Unabhängigkeit pochen, dass man da sagen würde, ey, scheiß auf Masken, ich mache hier mein eigenes Ding.
Und Corona gibt es sowieso nicht. Und wenn, dann ist es ja sowieso einfach nur eine Grippe und so, lauter so komische Thesen, die man halt hört, wenn man die amerikanischen Medien verfolgt. Damals war es auch noch die Trump-Medien. Da war ich wirklich erstaunt. Das war, ich glaube, am letzten Samstag vor Thanksgiving, also wo wirklich jeder Mensch in Amerika, der irgendwie Familie hat, in einem Flugzeug auf dem Weg irgendwo hin sitzt, waren vielleicht außer den Leuten, die gerade in dem gleichen Flugzeug angekommen sind, in dem ich angekommen bin, was übrigens auch sehr viele Amerikaner waren, also wirklich nur eine Handvoll Deutsche, weil klar, als Nicht-Amerikaner kommst du auch gerade nicht so leicht in das Land rein, waren vielleicht 10 Leute in dem Terminal, die das sauber gemacht haben, aber ansonsten halt echt nur wir. Und sogar da hat sich jeder eingereiht, es waren keine Linien am Boden, von wegen, jeder bleibt rechts und ihr lauft jetzt in die Richtung, die Entgegenkommenden laufen in die Richtung. Jeder hat es aber automatisch mitgemacht, auch mit dem Abstand. Also das war, ich hatte wirklich das Gefühl, wenn man, während man reist, Corona-frei bleiben möchte, dann auf diese Art. Und mein Zubringerflug von Houston nach Atlanta war ein Delta-Flug und das war wieder komplett anders. Da hatte ich das Gefühl so, zwar bilde ich mir ein, besondere Lüftungsanlagen am Flugzeug gehört zu haben. Ich weiß, dass sie die Koffer desinfiziert haben als Teil eines Covid-Protokolls und deshalb auch nicht so zeitig losgekommen sind, wie sie es eigentlich wollten. Aber da hatte ich wiederum das Gefühl, dass sie schon etwas weniger spendabel mit dem Abstand waren. Da hatten sie zwar auch einen Sitz frei zwischen den Leuten, aber das war doch nicht so spacey wie bei dem Lufthansa-Flug. In Atlanta war schon ein bisschen mehr los am Flughafen. Und ja, ich springe dann einfach mal. Also in Atlanta hatte ich auch das Gefühl, dass die Leute sich doch dafür, dass es Georgia war, sehr an Hygienebeschränkungen gehalten haben. Aber das ist ein anderes Thema. Jetzt reden wir nur über den Flug. Da kommen wir gerne darauf zurück. Auf dem Rückflug war es schon ein bisschen anders. Da hatte ich einen Zubringer von Atlanta nach Washington. Das war mit Mesa Airlines. Das ist eine United-Tochter. Und da hattest du nicht das Gefühl, dass die jemals von Corona irgendwas gehört haben. Also dieser Klassiker von wegen Maske unter der Nase wurde da geduldet. Man saß da eng an eng mit den Leuten und ich dachte, na geil, jetzt habe ich das 2,5 Wochen ausgehalten, mir die Pandemie nicht zu holen, mir das Virus nicht zu holen. Und wenn ich es mir hole, dann hole ich es garantiert jetzt auf diesem Flug, weil das war so, als wäre nie irgendwie Trouble gewesen. In Washington war es dann genauso. Da sind die Leute wild durcheinander, ineinander rein gerempelt und das war das zweite Dezemberwochenende, glaube ich. Also jetzt, außer vielleicht Businessfliegerei, auch jetzt nicht wirklich ein Grund, wenn man sich an Reisebeschränkungen hält, da am öffentlichen Personenverkehr teilzunehmen, muss man vielleicht auch noch erklären. Für Amerikaner ist in ein Flugzeug steigen wie in einen Bus steigen oder wie in eine Bahn steigen. Das ist, hat also überhaupt nichts von dieser Magie, die das in Europa hat, wenn du halt in den Flieger steigst. So, du willst eigentlich einsteigen, in Ruhe gelassen werden und dann relativ entspannt da rauskommen, wo du halt hin willst. So als würden wir halt von Bremen nach Köln mit dem Zug fahren. Ja, so ist das. Und entsprechend sauber sind auch die Flugzeuge. Und so war es dann eben in diesem Zubringerflug. Danach war wieder alles wieder, ja, der gewohnte, in Anführungszeichen, Lufthansa-Standard, den ich auf dem Hinflug auch schon genossen habe. Und in Frankfurt, ja, Frankfurt ist immer so ein bisschen Schieberei, aber dadurch, dass halt wenig Leute waren, auch bei Immigrations, hatte ich auch das Gefühl, viel flüssiger rauszukommen, als ich das ja sonst gewohnt bin. Also grundsätzlich kann ich sagen, außer diesem Totalreinfall mit United, es ist schon möglich, glaube ich, zu reisen, wenn man es denn muss. Und die Amerikaner haben das auch gut umgesetzt, auch aus Angst, weil die eben jetzt gemerkt haben, dass tatsächlich Leute daran sterben, dass es eine Übersterblichkeit gibt. Und selbst wenn sie sich das nicht erklären können, selbst wenn sie vielleicht nicht in dem Maß an Corona glauben oder ein Bewusstsein dafür haben, wie das hier in Europa ist, ich zitiere da ganz gerne meinen Onkel. Was sie aber merken ist, du hast normalerweise eine Seite Nachrufe in deiner Lokalzeitung, jetzt hast du 10 Seiten Nachrufe in deiner Lokalzeitung. Das heißt, irgendwas solltest du an deinem Verhalten ändern. Und wenn das jetzt bedingt, ich ziehe mir eine Maske auf und ich gehe mit Abstand einkaufen und nur dann, wenn ich es muss, dann ist es halt das. Also ich bin ja der Hoffnung, dass es bald wieder bergauf geht. Also gerade im Bereich der Luftfahrt ist Amerika ein riesiger Markt. Wenn wir uns jetzt mal die Lufthansa angucken, ist, glaube ich, eins der profitabelsten Geschäfte, die Langstrecke nach Nordamerika. Wenn das so weitergeht, dann wird es wahrscheinlich nicht bei dem temporären Grounding der Langstreckenflotte bleiben. Also es ist
Ja, schwierig, der Blick in die Glaskugel da. Ja, es ist ja nicht nur ein Grounding der Langstreckenflüge, aber die haben ja auch ziemlich viele jetzt abgestoßen. Also die 747-800, glaube ich, ist weg. Ne, die 747-8, die bleibt als Flaggschiff jetzt. Der A380 ist jetzt gerade komplett ja, vorübergehend ausgemustert, wobei ich wage zu bezweifeln, dass der wiederkommt. Der A340-600, der ist definitiv weg und kommt auch nicht wieder. 340-300 fliegt noch, 330 ist gerade eins der am meisten genutzten Langstreckenmuster und der A350 dann. Genau, mit dem 330er war ich auch unterwegs. Ich denke auch, weil der einfach so vielseitig ist. Also Mittelstrecke, Langstrecke kannst du ja, glaube ich, beides mit dem ziemlich wirtschaftlich bedienen. Genau. Und von daher schon verständlich. Aber da bist du vielleicht ein besserer Insider. Vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht. Wenn die jetzt die A380er erstmal ausgliedern, ich weiß nicht, haben die die also verliehen an andere Companies oder haben die die verkauft oder? Ich kann es dir gar nicht so genau sagen. Also ich weiß, dass die oder ein Großteil davon in Teruel in Spanien steht. Da war ich im Juli letzten Jahres, als sie dort geparkt waren, habe da ein paar Fotos gemacht. Und dann standen noch einige in Frankfurt oder München, die jetzt aber auch überfüllt worden sind für Long-Term Storage, also fürs ja, konservierte Parken, sage ich mal. Ob die wiederkommen und ob die Lufthansa aktuell Eigner ist, davon weiß ich nicht. Ich glaube, es war geplant, dass so oder so ab 2020 einige der Flugzeuge zurück an Airbus gehen sollten. Wie dann die Weiterverwendung ist, weiß ich nicht. Also es gibt auf jeden Fall die ersten A380, die jetzt mittlerweile schon verschrottet sind. Ich glaube, Singapur war einer der ersten, die Flugzeuge dann ausgemustert haben, auch weil sie ganz zum Anfang den A380 ausgeliefert bekommen haben. Ja, wie es da weitergeht, weiß ich nicht. Der letzte A380, der je gebaut wurde, ist jetzt gerade in Hamburg-Finkenwerder gewesen und wird dann Emirates ausgeliefert. Ob sich die Airline auf kurz oder lang auch davon trennt, weiß ich nicht. Da ist natürlich ein Riesenkontingent. Die haben ja, ich weiß gar nicht, ich glaube sogar dreistellig an A380 in der Flotte. Ja, wird man sehen. Wird wahrscheinlich bald verschwinden. Ich habe letztens ein Meme bekommen vom Museum in Speyer und ich glaube Sinsheim ist es. In Sinsheim, da steht auf dem Technikmuseum auf dem Dach die Concorde und die Tupolev 144. Und als die Lufthansa ihren ersten A380 gekriegt haben, haben die so eine Promotour durch Deutschland gemacht und dann gibt es da ein Foto wieder, vielleicht ist es auf Photoshop, weiß ich nicht, wie der A380 so ein Low Approach neben diesem Technikmuseum macht und so eine Sprechblase von der Concorde, okay, Buddy, you will join us soon. Ja, wenn wir sehen. Schauen wir mal. Vielleicht joint das soon, vielleicht nicht, weil man darf ja auch nicht in Museen gehen zurzeit. Ja, Das heißt, stimmt. wahrscheinlich, er ist überall Muss unwirtschaftlich. Also, er in Spanien bleiben. ja, Ja. aber ich habe jetzt gehört, auch schon eine Weile alt, die Info, dass die teilweise die Flugzeuge, die sie da geparkt haben und konserviert haben, dass sie die auch ausschlachten und anstatt halt irgendwie neue Teile zu beschaffen, eben alte Teile aus den Flugzeugen, die da rumstehen, halt ausbauen. Ja klar, das ist ein riesen Markt. Also es gibt ja diese Flugzeugfriedhöfe, Scrapyards, die gibt es ja auf der ganzen Welt, die gibt es nicht nur hier in Spanien, vor allem in Amerika, in Arizona, in Kalifornien. Da ist ein trockenes Klima, da kann man erstmal so Flugzeuge relativ lange parken, ohne dass was passiert. Klar, man muss die Öffnung alle abdichten, dass da kein Sand, kein Staub reinkommt, die Fenster abkleben wegen der UV-Einstrahlung, wenn man dann irgendwie den Flieger nochmal verwenden möchte. Aber wenn es rein um die Verwertung der Teile geht, dann kannst du so ein Flugzeug da ganz gut einfach erstmal hinstellen und stehen lassen. Weil dadurch, dass da eine geringe Luftfeuchtigkeit ist, hast du da keine Korrosion, keinen Schimmel. Und ja, dann werden die Flugzeuge da zerlegt. Das Erste, was sofort immer abgebaut wird, sind die Triebwerke. Meistens gehören die Triebwerke gar nicht zum Flugzeug. Also die Triebwerke werden dann meist geleast. Bei der Lufthansa zum Beispiel ist das, glaube ich, auch so, dass die 747-8 gehört der Lufthansa, aber die vier Triebwerke sind geleast. So, und wenn der Flieger jetzt erstmal steht, dann werden die Triebwerke erstmal abgebaut, damit sie wieder in diesen Pool verfügbarer Triebwerke gepackt werden. Und wenn irgendwo ein Ersatztriebwerk gebraucht wird, wird das ausgetauscht und dann wird das andere überholt und dann vielleicht wieder bei der Lufthansa eingebaut. Wem gehören denn die Triebwerke? Einem Leasinggeber zum Beispiel. Also gibt es Firmen, die wie Flugzeuge verleasen, halt auch Triebwerke verleasen. Lufthansa war ein Beispiel. Ich weiß nicht, ob die Lufthansa die Triebwerke selber hat. Auf jeden Fall ist das halt somit das Wertvollste an einem alten Flugzeug und deswegen immer das Erste, was abgebaut wird und entweder
als Ersatzteillager weiterverwendet wird oder eben die Rohstoffe sind natürlich auch relativ hochwertig da. Die Legierung der Fanblades und so weiter. Genau. Es ist lustig, dass du das sagst. Ich bin nämlich gerade am Arbeiten an einem Buch über die Flugzeugfriedhöfe und Verwertung, was Mitte des Jahres rauskommt. Da bin ich ganz gespannt. Oho, Gucken, wie das der wird. feine Herr, bist jetzt Autor auch noch. Mal ein bisschen Schleichwerbung hier platzieren, direkt im ersten Podcast. Verlegst du selbst? Nee, ich hab das erst überlegt. Wenn man jetzt vom Profit, von der Gewinnmarge ausgeht, klar, wenn man alles selbst macht, dann springt da am meisten bei rüber. Aber der logistische Aufwand, der ist mir zu groß. Also es geht mir jetzt gar nicht in erster Linie darum, da eine Riesenauflage zu machen und damit reich zu werden. Das wird man, glaube ich, als Autor mit so einem Fotobuch so oder so nicht. Vor allem, weil es so ein Nischenthema ist, so Luftfahrt und Flugzeugfriedhöfe. Mir geht es einfach darum, mal meine Bilder, die ich so in den letzten Jahren gemacht habe. Ich war so von 2013 bis 2018 fast jedes Jahr drüben in Amerika, Fotos gemacht auf diesen Flugzeugfriedhöfen. Geht es einfach darum, die Fotos mal schön ausgedruckt so vor sich zu haben, so als gebundenes Buch, einfach für mich selber auch. Nee, kann ich schon verstehen. Ist ziemlich cool. Ich finde die Fotos, die du gerade da drüben gemacht hast von dieser Reise, auch echt beeindruckend. Also auch deine Kalender finde ich richtig cool, die du ja auch an der Arbeit da hängen hast. Ja, Kalender habe ich tatsächlich ja aufgegeben, weil ich das alles selber gemacht habe mit einem Kumpel zusammen. Ne? Aber wir haben alles in Eigenregie gemacht, den Versand, Rechnungsschreiben, den Druck, das Design und so weiter. Und das ist natürlich schon sehr, sehr zeitlich ja, anspruchsvoll. Ah, also ich finde, du hast ja auch ein gewaltiges Following bei Instagram und ich glaube, dein YouTube-Channel ist auch ganz gut besucht. Und wenn ich mir jetzt überlege, jeder Dritte kauft so einen Kalender, da schreibst du ja schon, glaube ich, so 2.500 Adressen, klebst 2.500 Umschläge. Das wäre schön, aber so weit war die Auflage nicht. Ich glaube, wir haben zum Schluss hatten wir zwei Kalender, haben wir jeweils 300 Stück gedruckt, weil natürlich je mehr du druckst, desto geringer wird der Stückpreis in der Produktion. Am Ende haben wir aber, glaube ich, 200 Kalender weggeschmissen. Ne? Das blutet einem so ein bisschen in der Seele, aber Kalender ist halt so ein Produkt, das läuft so von September bis Januar. Und alles, was bis dahin nicht weg ist, das ja, landet dann meist in der Tonne. Ja, gut, obwohl man weiß ja nie, ob man vielleicht nochmal ein Replay von 2020 haben will oder so und weiß auch nicht, was du, Genau das ne? ja. Du Ich weiß nicht. weißt ja nicht, was morgen ist. Vielleicht sagen die auch morgen, okay, gut, wir haben es versemmelt, jetzt ist übermorgen erstmal wieder 2018. Wir müssen mal wieder ein bisschen aufholen. Das wäre doch geil. Das kann alles sein, weil so die Schulabschlüsse gelten nicht, also lauter komische Sachen, Dann hat die man dann. genau 2 Jahre Zeit, alle Fledermäuse zu vernichten. Ja, auf jeden Fall. Was soll passieren? Gerade wenn du glaubt hast, dass ein Mensch alleine nicht den Fortgang der Geschichte beeinflussen kann. Aber ich find das heftig. Also, das hat ja auch mal jemand anders die Diskussion angestoßen, dass wenn man jetzt sagt, es kommt vielleicht aus einem Labor, dieses Zeug jetzt mal, dass es ja nicht unbedingt böse gemeint sein muss, dass das halt rausgekommen ist. Es kann ja einfach ein Unfall gewesen sein. Und ich glaube, jetzt China ist jetzt nicht für die massiven Löhne bekannt, die sie ihren Spezialisten bezahlen. Ich glaube, wenn ich irgendwie 8 € die Stunde bekommen würde, dann würde ich auch arbeiten wie 8 € die Stunde und das schließt halt die Labormitarbeiter ein. Und finde ich, ist ein guter Bogen dazu, warum Leute, die einen spezialisierten Job haben, für den sie spezielle Fähigkeiten abrufen müssen, selbst wenn sie es nicht immer machen, aber vielleicht doch besser entlohnt werden als jemand, der nicht so viele spezielle Fertigkeiten haben muss. Ist ja bei Piloten genauso. Ja, gut, mittlerweile. Schwieriger Markt, schwieriger Markt. Also diese ganzen Pay-to-Fly-Modelle, das ist ja gerade das Problem, wenn es zu viele Leute gibt, die den Job machen wollen. Nicht des Geldes wegen, sondern einfach, weil der Job einfach cool ist, weil sie halt gerne dafür bezahlt werden, aus dem Fenster zu gucken. Dann wird es immer dementsprechende Angebote geben, also für wenig Geld zu fliegen, weil sich immer Leute finden, die das eben auch für einen geringen Lohn machen. Das heißt ja nicht unbedingt, dass dann derjenige, der diesen Job annimmt, dann irgendwie qualitativ schlecht ist oder sich weniger bemüht, aber es ist einfach dieses, ja, Angebot und Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt. Ja, und da wollte ich dich mal fragen, als Insider, gibt es dieses Pay-to-Fly wirklich? Weil eigentlich jede Airline, der man das irgendwie unterstellt, die überschlägt sich ja zeitlich, das dann öffentlich klarzustellen, dass es bei ihnen nicht ist. Also ich sage nur Germania zum Beispiel. Man Ja, hat es ja auch mal kurz, also glaube ich. dazu muss man natürlich wissen,
was ist Pay to Fly? Also Pay to Fly jetzt für den Laien würde wahrscheinlich jetzt erstmal bedeuten, okay, ich fange jetzt bei Airline XY an, den Airbus zu fliegen und jede Stunde, die ich da fliege, zahle ich 100 € an die Airline, dass ich diesen Airbus mit Passagieren von A nach B fliegen darf, damit halt ich meine Stunden sammle auf dem Airbus und mich dann quasi zu einem höheren Wert auf dem Arbeitsmarkt wieder anbieten kann. Pay to Fly heißt aber auch, dass ich zum Beispiel, um bei einer Airline anzufangen, ein Type Rating bezahle. Ein Type Rating kann 60.000 € kosten, je nach Flugzeugtyp. Die kleineren, selteneren Flugzeuge sind da, was ich auch nicht wusste, manchmal teurer als eben so ein Airbus, weil das ein Massenprodukt ist. Aber nehmen wir mal an, ich gehe jetzt zu Airline XY, mache ein Type Rating für 60.000 € und kriege dann einen befristeten Arbeitsvertrag für ein Jahr bei einem Jahresgehalt von 45.000 €. Da bin ich ja immer noch 15.000 € im Minus mit dem Type Rating, was ich vorstrecken musste. Und deswegen kann man natürlich sagen, gut, ich fliege 800 Stunden im Jahr, gehe dann mit 15.000 € Minus aus dem Geschäft raus, wenn ich nicht weiter beschäftigt werde oder keinen anderen Job finde. Und das ist dann eben auch Pay to Fly. Das ist interessant. Das finde ich interessant, weil den Aspekt wusste ich auch nicht. Das ist aber schon irgendwas, was man betriebswirtschaftlich, finde ich, rechtfertigen kann. Diese Pay-to-Fly-Geschichten von wegen, hey, wir haben ein Produkt, auf dem du deine Lizenz quasi erhalten kannst, damit du vielleicht Ja. irgendwann mal bei irgendeiner Airline in Lohn und Brot stehen kannst. Das wiederum finde ich ziemlich ausbeuterisch und auch falsch. Thema BER, du hast gesagt, wir sind jetzt sehr verfahrensbezogen, arbeiten eigentlich nur noch mit Wegpunkten. Gut, jetzt ist gerade so wenig Verkehr, dass eigentlich sowieso alles direkt zum Feinde fliegt. Aber ich sag mal, wenn wir jetzt wieder das Verkehrsvolumen von 2019 erreichen, dann ist es natürlich schon ein anderes Arbeiten. Wie hast du so die Schließung von Tegel erlebt und die Schulung auf dem BER, die ersten Tage vom BER? Die Schließung von Tegel habe ich gar nicht erlebt, ich hatte frei. Hm. Und ansonsten, ich habe ja auch damals die Schließung von Tempelhof mitgemacht. Und ich halte es natürlich, auch als jemand, der mal in Berlin gewohnt hat und der weiß, dass man nicht einfach so von einem Stadtende zum anderen Stadtende fahren kann, ohne Staus und keine Ahnung was, halte ich es natürlich für blöd, klar. Weil ich gönne es, Berlin einfach mehrere Airports zu haben, weil es einfach. Es ist logistisch einfach klug. Es ist die Hauptstadt. Du kannst sie von verschiedenen Städten aus ansteuern. Ich habe es mit Gewittersituationen im Anflug als sehr positiv erlebt, den einen mit Ostlanderichtung, den anderen mit Westlanderichtung anfliegen zu lassen. Hat erstmal viele Vorteile. Aber arbeitsmäßig vereinfacht es doch viel, weil es nimmt viel Komplexität raus. Ich habe auch aus nostalgischen Gründen damals Tempelhof hinterher geweint, muss aber auch zugeben, keine kreuzenden Finals mehr zu haben mit zwei doch relativ stark frequentierten Flughäfen, bei Westlanderichtung mit Schönefeld, bei Ostlanderichtung mit Tegel, hat seine Vorteile. Du kannst durchaus dann eine höhere Kapazität arbeiten. Du musst durchaus dann auf weniger achten auf dem Final. Du hast weniger Flugzeuge, die auf engem Raum nah beieinander sind und das ist immer gut. Von daher, es ist arbeitsmäßig natürlich schade, weil man sehr viel damit verbindet. Ich kann auch verstehen, dass die Berliner oder die Berliner, die nicht in der unmittelbaren Umgebung von Tegel leben, dass sie das schade finden. Arbeitsmäßig vereinfacht das. Es ist jetzt die Frage, muss man seinen Arbeitsplatz ständig vereinfachen, war auch so ein bisschen das Salz in der Suppe. Also ich finde es natürlich schade, freue mich aber für die Leute, die jetzt in Tegel endlich aufgrund ihrer oder mit ihren geringeren Mietpreisen auch wirklich was von haben. Ja, ich denke, man wird sehen. Also für mich ist die BER-Herausforderung momentan noch so groß, dass ich nicht sagen kann, dass es jetzt dadurch langweilig geworden ist. In den Schulungen allerdings, denke ich, hat man gemerkt, dass es, wenn man erstmal da drin ist, in diesem anderen Arbeiten, dass es dann vielleicht auch nicht unbedingt langweilig ist, aber auf eine andere Art Herausforderungen gibt, die vielleicht nicht so cool sind, wie Flugzeuge, die zu verschiedenen Flughäfen gehen, vertikal aneinander vorbeifriemeln in einem Platz, der eigentlich nicht dafür ausgelegt ist. Das ist schon, das war Ja, schon richtig. vor allem bei den wachsenden Verkehrszahlen. Also als Tempelhof Tempelhof da war, da war ja die Gesamtverkehrsmenge deutlich geringer, deswegen war die Komplexität damals auch in Ordnung. Jetzt zum Schluss, wo Schönefeld schon immer weiter ausgebaut wurde mit dem tatsächlich dann stattgefundenen Öffnungstag,
haben viele Airlines ja nach Schönefeld verlegt. Viel Verkehr war dann noch in Tegel vor Corona und dann hatte man ja wirklich so Verkehrsmengen von 50-50. Und es war fast immer so, dass die Billigflieger irgendwie aus Norden kamen Richtung Schönefeld und die Lufthansa aus Frankfurt und München immer von Süden kam und man hat halt wirklich, wirklich viel zu staffeln. Ne? Das ist jetzt tatsächlich langweiliger für uns, auch weil unser Luftraum kleiner geworden ist. Also ich fühle mich immer so ein bisschen kastriert. Vorher haben wir ja bis Flugfläche 285 hochgelotst und haben dieses ganze Pre-Sequencing im Anflug selber gemacht. Das haben wir jetzt abgegeben. Das heißt, wir machen eigentlich nur noch Clear Transition, Turn Left Base, Turn Final, Contact Tower, um das jetzt mal ganz stumpf zu sagen. Das ist natürlich ein bisschen schade. Ne? Und ich hoffe natürlich, dass wenn es wieder losgeht mit viel Verkehr, dass es dann immer noch challenging bleibt, so mit Holding und Transition, wie man das so aus Air Berlin-Zeiten noch kennt. Aber ja, wird man sehen. Also die Komplexität ist, glaube ich, eine ganz andere. Die Komplexität ist anders, aber ich glaube, dass die Zeit, also das Zeitkritische, wie du deine Entscheidungen treffen musst, ich glaube, dass das auf einem Level sein wird, was wir noch nicht kennen. Und ich glaube auch, dass das am Anfang wirklich so das Salz in der Suppe sein wird und auch wahrscheinlich ewig bleibt. Weil wir haben eben viel mit Airlines zu tun, die zig Plätze anfliegen, so wie wo die Piloten vielleicht, oh Gott, jetzt lehne ich mich wahrscheinlich auch aus dem Fenster. Ich sag mal so, man hat ab und zu mal doch das Problem, eine zeitnahe Umsetzung einer Freigabe von einem Piloten zu erwirken. Und das kann durchaus, denke ich, problematisch werden in Situationen, wo du, wenn du zum Beispiel parallel unabhängig fahren musst, also beide Landebahnen unabhängig voneinander betreiben, du einfach darauf angewiesen bist, damit du das Verfahren benutzen kannst, dass die Flieger zu einem bestimmten Punkt in einer bestimmten Höhe sind. Und gerade das greift ja sehr in die Wirtschaftlichkeit eines Anfluges ein. Und gerade da sind Piloten relativ kompromisslos. Und ich denke, das wird sehr spannend. Blick zurück auf die Schließung von Tempelhof. Das war ungefähr auch die Zeit, in der man angefangen hat, überhaupt in Berlin Transitions zu implementieren und zu benutzen. Ich kenne das noch, das alles irgendwie frei zu vektorn. Transitions haben uns sehr das Leben erleichtert und viele Kollegen haben sie am Anfang verflucht, von wegen, oh, das wird so einfach und die ganze Kreativität geht verloren und, und. Letztendlich waren wir verkehrsmäßig dann irgendwann auf einem Level, wo es einfach nicht mehr Ging nicht mehr anders ohne. ging, wo du einfach nicht mehr ohne das sinnvoll arbeiten kannst. Und ich denke, wenn das mit dem, gut, jetzt muss man immer sagen, aber dann kam Corona. Aber wenn es mit der Luftfahrt und mit der Entwicklung so weiterging, wie es eigentlich geplant war, dann denke ich, wird man auch da um ein System, wie wir das halt jetzt implementieren mit BER, nicht rumkommen, wenn du halt nicht einfach aufgrund von Ego und dem Gefühl, kastriert zu werden, irgendwie sämtliche Flieger auf dem Vektor lässt, wo du sie auch einfach stumpf diese Ameisenstraße, diese für dich vorgefertigte Ameisenstraße langfahren lassen könntest. Ja Gott, fühlst du dich halt mehr wie ein Systemadministrator als wie ein Verkehrspolizist, aber dafür verbrennst du halt nicht irgendwie zig Tonnen Kerosin. Hat natürlich auch seine Vorteile und ich glaube, dass es für uns, wenn der Luftverkehr wieder so Fahrt aufnimmt, wie es eigentlich gedacht ist, sich auch von Vorteil erweisen wird. Hoffen wir mal, dass Berlin das Hub wird, das geplant ist und ich denke, dann freuen wir uns auch über diese Procedures. Und dann das Zeitkritische ist halt dann, glaube ich, wirklich, wenn du aufpassen musst, dass die Verfahren so eingehalten werden, wie sie gedacht sind, weil es nämlich dann plötzlich nicht mehr funktioniert und weil dann nämlich dann plötzlich deine Sequence zusammenbricht wie ein Kartenhaus. Ich glaube, das wird für uns noch richtig heftig, weil das alles Faktoren sind, die wir einfach nicht in der Hand haben. Also wie ein Pilot fliegt, können wir letztendlich nicht beeinflussen. Wir können es anweisen und wir können dann schimpfen und wir können die Flugzeuge dann halt rausnehmen aus der Anflugreihenfolge, aber mehr halt auch nicht. Auch Und das können wir im Zweifel nicht beeinflussen. richtig, richtig. Und ich denke, wenn du dann halt plötzlich jemanden rausnehmen musst und der Sektor, der dir zuarbeitet, lässt sie natürlich weiterkommen, weil der nicht in dem Moment sieht, in was für einer Situation du bist, weil das halt alles innerhalb von wenigen Sekunden passiert, dann glaube ich, ist die Komplexität auch sehr hoch, weil dann arbeitest du in einem kleinen Luftraum mit wenig Höhen, mit einem Piloten, der nur halb versteht, was er da falsch gemacht hat gerade. Und ich glaube schon, dass das dann auch sehr anspruchsvoll wird und ich glaube schon, dass dann auch wirklich jeder Tag anders sein wird und dass man vielleicht irgendwie auch froh ist, diese anderen Lizenzen abgegeben zu haben. Ich habe ja noch den direkten Vergleich, ich halte den Fleming ja noch. Ich werde mal berichten, wie es war. Ja, bin gespannt. Darfst du also noch weiterhin mit den eingrenzenden Sektoren wie dem Upper und dem Polen telefonieren? Das ist mir Ja. jetzt ja irgendwie verboten worden, quasi.
Ja, und ich bin da auch noch froh drum, weil ich würde ganz gerne wissen, halt, wie der Fleming auch weiterarbeitet und wie sich die Arbeit mit den neuen BER-Verfahren gestaltet, weil ich finde, das ist wichtig für den interkollegialen Austausch, dass wenn du als Approacher eben was requestest, dass du natürlich auch für den Fleming möglichst einfache Sachen requestest, wenn er dir halt zuarbeiten soll. Fleming muss man vielleicht noch mal kurz einwerfen. Das ist der Sektor, der über dem Anflugsektor im Süden von Berlin sitzt. Den haben wir vor der Eröffnung von BER alle mitgearbeitet. Jetzt gibt es noch aus Personalmangel eine Übergangsphase, wo ein paar Lotsen den Anflugsektor und diesen Fleming-Sektor noch weiterarbeiten. Der Großteil hat aber diesen Fleming-Sektor, der eben bis Flugfläche 285 geht, abgegeben. Genau. Und das einfach zu wissen, mehr zu wissen ist nie ein Nachteil. Und Ja, das stimmt. ich kann mir vorstellen, die Trainees, die jetzt nachkommen, die das nicht hatten, werden es vielleicht gewohnt sein, relativ einfache Vorlagen vom Simulator zu bekommen in der Ausbildung und werden sich dann halt echt umgucken, was halt passiert, wenn da ein Lotse sitzt, der auch irgendwie seinen Plan hat, wie er die Flieger reinbringt und wenn sich dieser Plan dann halt einfach nicht deckt. Gut, dafür sagt man, gibt es den A-Mann und im Zweifel machst du dann halt einfach Holding und pickst sie halt runter, wie dieses digitale Sequencing-Tool es dir halt quasi vorgibt. Das ist dann auch das mit den wenigsten Missverständnissen. Ja, wir wissen ja natürlich alle, in der praktischen Umsetzung kann es halt da auch, denke ich, andere Interpretationen geben, zumal man ja auch in der Anflugreihenfolge von dem A-Mann auch rumspielen kann. Und wenn man das eben jetzt nicht als das letzte Wort betrachtet, dann denke ich, wird das schon noch zu dem einen oder anderen recht interessanten Austausch führen. Ja. Ich habe Ja, gerade du meine hast vorhin auf die Uhr Zeitanzeige. geguckt, Wir ne? sind schon ganz schön lange am Quatschen, ne? Ich sehe da hier, läuft irgendwie, Aufzeichnung läuft, aber wie lange sind wir denn schon am Quatschen? Ja, 1 Stunde circa. Eine Stunde circa. Ja, dann ist doch das ein ganz guter Zeitrahmen. Ihr Ja, könnt ja merke mal. mal in die Kommentare schreiben, was ihr euch so für Themen wünscht in dem folgenden Podcast. Das war jetzt einfach mal so eine lockere Einleitung. Harriet wird, denke ich, das ein oder andere Mal mit dabei sein und uns hier ein bisschen vielleicht auch als Moderator unterstützen, weil da ist er nämlich viel besser als ich. Das glaube Und ich nicht. ja, Du machst das schreibt mega einfach mal gut. rein, was ihr, ja, mal gucken, was die Leute so denken. Schreibt mal rein, was ihr für Themenwünsche habt, für Fragen an die Flugsicherungswelt, an die Fliegerwelt. Ich bin eigentlich ja, auch relativ offen für alles, was man jetzt auch wieder sehr zweideutig auslegen könnte. Nicht in der Was Harold auch Flugsicherungswelt. was Harold im Anschluss an dieses Gespräch auch mit Sicherheit tun wird. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Danke, Harold. Danke, Sebastian.